Hallo ihr Lieben, hier ist Sandra Rose Fröhlich. Ich bin eure Ernährungstante. Ich begrüße euch zum Podcast, 6. Folge, wie funktioniert Intervallfasten? In meiner Praxis werde ich ganz häufig gefragt, ob Intervallfasten eine Möglichkeit ist zur Gewichtsreduzierung. Es ist so, dass man beim Intervallfasten, für alle, die vielleicht noch nicht so ganz wissen, worum es da geht, Fasten an sich bedeutet ja erstmal, dass man Essen weglässt, manchmal eben nur rein ins Trinken geht oder Flüssigkost, also Brühen und Suppen manchmal verwendet. Aber beim Intervallfasten geht es nicht direkt darum, Flüssigkost oder sowas einzubauen, sondern einen gewissen Zeitintervall nichts zu essen. Man kann auch sagen, das Ziel des Intervallfastens ist es, einen gewissen Zeitraum ohne Essen, also ohne Nahrung, auszukommen. Es gibt verschiedene Intervallfastenmethoden. Wenn ihr ein bisschen im Internet unterwegs seid, läuft euch vielleicht so 16:8 über den Weg oder übers Fernsehen. Es gibt auch 5:2. 16:8 bedeutet immer, dass man ein Zeitfenster von 16 Stunden nichts isst. Und 16:8 bedeutet, dass in den 8 Stunden aber eigentlich mindestens 3 Mahlzeiten als auch eiweißreiche Kost, Kohlenhydrate angepasst und auch die ausreichende Kalorienmenge für euch inklusive Kalorien für die Bewegung dann gegessen werden sollen. Bei 5:2 Intervallfasten bedeutet es, dass man an 2 Tagen, also ein ganz anderer Zeitintervall, zu einer Woche, also an 2 Tagen in der Woche sozusagen, nur 500 Kalorien zu sich nimmt. Ja, was machen wir damit, um diese Beispiele zu nennen? Ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie sind die wissenschaftlichen Hintergründe dazu überhaupt, da das ja so forciert wird. Allerdings die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass Intervallfasten ja nur bedingt dazu führt, dass Patienten abnehmen. Wenn ich natürlich am Abend Abendbrot esse, also tagsüber meine Mahlzeiten esse, abends nach dem Abendbrot nicht mehr nasche, weil ich in das Intervallfasten, also in den Zeitrahmen am Abend und bis zum nächsten Morgen mehrere Stunden nichts esse, spare ich natürlich Kalorien ein. Der Hauptgrund beim Intervallfasten und auch zu den wissenschaftlichen Hintergründen ist, dass man eigentlich festgelegt hat oder untersucht hat, wie der Insulinspiegel zu den Zeitrahmen, wenn ich was esse, ansteige. Der Insulinspiegel wird von der Bauchspeicheldrüse produziert, immer dann, wenn ein Anteil an Kohlenhydraten, also Kartoffelreis, Nudeln, Brot, eine größere Menge an Obst und natürlich auch sowas wie Süßigkeiten, Chips, Schokolade, also die Dinge, wo am Ende Zucker draus wird, dafür brauchen wir immer einen Anteil an Insulin. Und dieser Insulinanstieg geht sozusagen hoch, wenn ich etwas an kohlenhydratreichen Mahlzeiten esse, also einen Teller voll Nudeln zum Beispiel mit Soße, wäre so ein Klassiker für eine hohe Kohlenhydratmenge. Hier ist es so, dass man beim Intervallfasten in den Zeitrahmen, wo nichts gegessen wird oder wo wir versuchen auszuhalten, nicht zu essen, der Insulinspiegel runtergeht und dadurch der Körperfettabbau besser funktioniert. Das sind die wissenschaftlichen Hintergründe. Jetzt kommen wir zum Leben und zu eurem Alltag. Meine Erfahrung ist, dass es Patienten gibt, da funktioniert das Intervallfasten, eben weil sie abends nicht mehr naschen, weil sie das weglassen, vielleicht auch, weil sie in den 8 Stunden ausreichend essen. Ich erlebe aber auch genau das Gegenteil, dass ganz viele Menschen Intervallfasten für einen gewissen Zeitraum ausprobieren und wieder wegrutschen oder auch in der Intervallfastenzeit gar keine Gewichtsabnahme erreichen. Häufig ist es so, dass es daran liegt, dass in den 8 Stunden, das ist eigentlich das größte Problem, was wir häufig haben bei der Umsetzung von Intervallfasten, dass in den 8 Stunden nicht genügend gegessen wird. Das heißt, viele fangen dann an, noch das Essen zu reduzieren. Ich weiß, dass die Medien und auch Berufskollegen unterwegs sind noch mit 2 Mahlzeiten. Das heißt, Intervallfasten plus 2 Mahlzeiten reduziert ja die Kalorien. Und ja, ob man das wirklich auf Dauer durchführen kann, wisst ihr, glaube ich, selber. Es geht eine gewisse Zeit lang, aber meistens rutschen wir da wieder raus. Und dann gibt es, und das ist immer das Schade an allen Diäten, sowie auch beim Intervallfasten, gibt es dann häufig einen Jojo-Effekt. Warum? Wenn ich vorher wenig Kalorien esse und sie dann wieder einbaue, dann bunkert der Körper. Am Ende ist jede Diät, die wir umsetzen,
eine Struktur von wenig Kalorien und die führt dann dazu, dass der Körper, wenn er wieder Kalorien bekommt, alles speichert, weil er nicht weiß, wann wir wieder Diät machen. Das heißt, dieser Jojo-Effekt ist der Hintergrund, der uns letztendlich auch oft scheitern lässt oder weshalb wir auch enttäuscht sind. Was machen wir mit dem Intervallfasten? Also für alle, die Lust dazu haben, das gerne ausprobieren wollen, gerne. Es gibt natürlich auch Erfolge von Patienten. Vielleicht gibt es jemanden, der auch Langzeiterfolge hat. Mich würde es interessieren. Gebt gerne Rückmeldungen dazu. Das, was ich von den Patienten erlebe, ist, dass Intervallfasten für eine bestimmte Zeit umgesetzt werden kann, aber häufig nicht auf Dauer, weil Feierlichkeiten, Freitagabend, man wird eingeladen zur Weihnachtszeit, zur Osterzeit, zum Geburtstag, zu Hochzeiten, all das, was uns der Alltag bietet, oder wir treffen uns einfach am Abend mit Freunden. Wenn dann gegessen oder getrunken wird, zum Beispiel auch bei Alkohol, dann durchbrechen wir dieses Intervallfasten. Und in dem Moment ist es für den Körper immer so, dass er speichert, was er dann gerade bekommt, weil er ja nicht weiß, wann wir doch wieder in so eine Diätstruktur rutschen. Das heißt, Fazit der Geschichte, man kann es machen. Wenn mich einer fragt, ich würde es nicht empfehlen. Hintergrund ist das Problem mit dem Jojo-Effekt, wie leider bei vielen Diäten. So, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in das Intervallfasten gegeben. Funktioniert es? Also eine Antwort auf die Frage, funktioniert Intervallfasten? Meine Antwort ist für einen gewissen Moment, aber in der Regel nicht auf Dauer. Wenn es auf Dauer funktionieren würde, würden wir uns hier gar nicht hören. Außerdem würde ich dann was anderes machen, als die Dinge zu erklären oder was anderes machen, wenn die Menschen dadurch alle abnehmen würden. Schön wäre es ja, ich würde es der Gesellschaft gönnen. So, meine Lieben, ich sag erstmal herzlichen Dank, hoffe, dass ihr ein paar Infos bekommen habt. Eure Wünsche, Fragen zu der Thematik, meldet euch einfach gerne. Bis dann, liebe Grüße, eure Sandra und schönen Tag noch. Tschüss!